sein Gerät umzustellen, sondern unsere Geräte schalten automatisch um auf den verfügbaren UKW-Empfang. Neue Techniken haben von der Entwicklungszeit immer eine lange Vorlaufzeit und in unserem Land und in Europa ist es eben nicht so wie in Amerika, wo dann per Gesetzesbeschluss zu einem definierten Zeitpunkt von analog auf digital umgeschaltet wird, sondern wir haben eine lange Zeit mit zwei Systemen zu leben. Und gerade die Rückwärtskompatibilität, das heißt die Verwendbarkeit von beiden mit Empfangsgeräten, die in der Vergangenheit verkauft wurden, ist für uns ein Problem. Ich denke nur daran, wie beim Einführen des Farbfernsehens eben sichergestellt werden musste, dass die Signale für konventionelle Schwarz-Weiß-Geräte in Schwarz-Weiß empfangbar waren. Eine ähnliche Problematik stellt sich auch bei DAB. Es ist ein neuer Dienst, der von der Endgeräteindustrie entsprechend vorbereitet und auch entsprechend angegangen werden muss. Wenn alle zusammenarbeiten und wenn das, was in Bayern als Vorreitermodell, als Pilotprojekt gekommen ist, wenn sich das zumindest in Deutschland so weit weiter fortsetzt, dass man engagiert, ohne Angst und auch mit ein bisschen Optimismus an eine neue Technik herangeht, dann bin ich davon überzeugt, dass das flächendeckend wird. In Frankreich hat man per Regierungsbeschluss DAB als Nachfolger für den UKW-Rundfunk festgelegt. Das heißt noch lange nicht, dass da auch alles schlagartig auf digital umgestellt wird. Das hat in Europa eben eine, auch aus dem Demokratieverständnis heraus, eine gewisse Nachlaufzeit, dass zwei Systeme parallel bestehen. Damit müssen wir zurechtkommen, darauf müssen wir uns einstellen. Aber ein Industrieunternehmen, das Endgeräte herstellt, muss natürlich den kommerziellen Nutzen einer Entwicklung auch im Auge behalten. Wir leben vom Verkauf von Geräten und wenn die Entwicklungskosten unsere Möglichkeiten des Zurückverdienens nicht in angemessener Zeit ermöglichen, dann muss man schauen, welche Wege man geht und mit welchem Antritt man das macht. Herr Professor Weiler, neue Medien schaffen neue Arbeitsplätze. Hat diese These auch hier in der Region ihre Berechtigung? Zweifellos. Wir hatten ja heute schon Gelegenheit zu hören, wie diese Entwicklung in den USA, ein Internetanbieter, eine Internetgesellschaft wie American Online, geht zusammen mit einem großen Medienunternehmen, Time Warner, sich in der Region auswirken kann, indem Herr Dr. Straube ja auf die fachlichen Inhalte seiner Angebotsvielfalt hingewiesen hat. Und wenn wir es ernst nehmen, dass diese Chancen, die für die Gesellschaft in einer solchen Verbreiterung der Informationsvermittlung bestehen, dass also die Chance, noch mehr Wissen in kürzerer Zeit kompakt aufzunehmen, auch wahrgenommen wird durch diesen Paradigmenwechsel, der durch die Einführung des Internets verbunden ist, ähnlich oder vergleichbar mit der Einführung des Buchdrucks vor einigen hundert Jahren, dann ist dies natürlich für die Region auch eine große Chance, dass Arbeitsplätze im Umfeld dieser Entwicklung entstehen. Sowohl bei denjenigen, die Beiträge produzieren, bei denjenigen, die über ihre Netze solche Beiträge publizieren, andere, die die Geräte zur Verfügung stellen, um dem Abnehmer die Chance zu geben, von diesen Dingen zu profitieren. Und dies alles führt natürlich dazu, dass im Rahmen dieses Oberbegriffs Wissensgesellschaft und damit verbundene Beschäftigungseffekte auch für die Region, insbesondere bei unserer Schwerpunktsetzung, Kompetenzfeld Information und Kommunikation, deutliche Chancen ausgerechnet werden können. Und deshalb ist es ja auch ganz besonders begrüßenswert, dass die Region mit einem innovativen Unternehmer eine solche Möglichkeit aufzeigt und wir an der Spitze der Entwicklung dabei bleiben und die Chancen, die seitens der BLM grundsätzlich geboten werden, auch hier konkret in die Hand genommen und angeboten werden. Herr Dr. Balleis, können Sie Beispiele aus Erlangen nennen? Beispiele aus Erlangen ist natürlich das Fraunhofer-Institut selbst das beste Beispiel, denn dieses Fraunhofer-Institut hat sich ja unter Leitung von Herrn Professor Seitzer mit dem mit Abstand erfolgreichsten Institut aller Fraunhofer-Institute entwickelt.
hier am Standort Erlangen. Darauf sind wir natürlich sehr stolz. Inzwischen nahezu 400 Mitarbeiter. Aber ich möchte natürlich auch noch dazu nennen, das Unternehmen WorldSpace, das ja seine Zentrale in Washington hat und seine Deutschlandzentrale hier in Erlangen-Tönnenlohe. WorldSpace will ja gewissermaßen über Satellit digitalen Rundfunk in Zukunft für die gesamte südliche Hemisphäre verbreiten. Und der Herr Dr. Mayer von den Nürnberger Nachrichten hat es ja mal so formuliert, gewissermaßen, wir sind an den Rand Afrikas gerückt. Man muss das vielleicht mal etwas übersetzen. Er sagt also gewissermaßen, hier von Erlangen aus wird gewissermaßen mit unterstützt, dass digitaler Rundfunk über via Satellit als digitaler Rundfunk dann auf der südlichen Erdhalbkugel verbreitet wird. Und dies hat natürlich auch hier vor Ort einige Arbeitsplätze schon geschaffen. Und ich hoffe natürlich, dass hier dies noch weitere Effekte mit sich bringt. Herr Dr. Fleck, was kann eine Kommune, was kann ein Wirtschaftsreferat leisten, um für die Multimedia-Branche ein attraktives Umfeld zu schaffen? Gerade vor dem Hintergrund, dass ja München ein recht starker Konkurrent ist. Ja, da kann man sehr viel leisten. Wir haben gerade, wie ich meine, in den letzten Monaten gemeinsam mit der Bayerischen Staatsregierung hier eine ganze Reihe von neuen Vorhaben auf den Weg gebracht. Ich habe es vorhin in meinem Eingangsstatement schon angedeutet. Der Schlüssel zunächst einmal zu allen Erfolgsperspektiven für mich hier in Stadt und Region Nürnberg liegt in der Qualifikation, liegt in der Qualifizierung der Menschen, damit wir für diese neuen Branchen, für die neu entstehenden Anwendungen und deren Produktion auch entsprechend qualifiziertes Personal verfügbar haben. Denn darauf sind die Unternehmen ja zunächst einmal angewiesen. Das heißt, ein systematischer Ausbau der Universität Erlangen-Nürnberg in diesen Bereichen. Das heißt auch, ein systematischer Ausbau an der Fachhochschule in Nürnberg bei unternehmensbezogenen Angeboten, wo man also dann auch sehr kurzfristig die Mitarbeiter einsetzen kann. Und wir als Kommunen und als Kommune, auch in Nürnberg, wir sind natürlich bestrebt, die Rahmenbedingungen vor Ort dann für diese neuen Institutionen möglichst optimal zu gestalten und hier dann auch beim Einsatz der entsprechenden Fördermittel und bei der Mobilisierung vor allem dann auch von Kofinanzierung vor Ort hier unseren Beitrag zu leisten. Ich will auch auf eines hinweisen. Ich halte es für wichtig, dass man eben nicht nur sich auf ein Segment eng beschränkt, sondern dass man versucht, die Schnittstellen zu anderen Bereichen auch entsprechend mit anzugehen. Und deswegen ist es aus meiner Sicht schon ein wichtiger Schritt, dass wir in Nürnberg jetzt beispielsweise mit dem Projekt der Forschungsfabrik eine Institution schaffen werden, die in den verschiedensten Bereichen dann auch der neuen Technologien. Kern wird die Kommunikationstechnik sein. Herr Professor Gerhäuser, der gerade hier in dem Beitrag, der eingespielt wurde, zu sehen war. Es werden aber weitere Bereiche wie Mechatronik, wie Leistungselektronik etc. hier mit dabei sein. Das ist ein großes Projekt, wo wir uns natürlich auch davon versprechen, dass nicht nur sozusagen wissenschaftliche Kompetenz im Nürnberger Nordostpark da angesiedelt wird, sondern dass daraus dann auch durch die Zusammenarbeit mit den Unternehmen, und zwar sowohl mit den großen als auch insbesondere mit den kleinen und mittleren, dann neue Produktideen daraus entstehen und dass diese Erfolgsgeschichte, die jetzt hier von Fraunhofer Institut und Grundig in Sachen DAB und DAB-Endgeräte eingeleitet wurde, dass die auch in anderen Produktsegmenten fortgesetzt werden kann. Wenn Sie so wollen, ist für mich und ist aus meiner Sicht die Tatsache, dass der Rundfunkempfänger des neuen Jahrtausends von Grundig aus Nürnberg kommt, ein Symbol, wie wir andere Symbole der wirtschaftlichen Entwicklung auch haben, die ich eingangs schon genannt habe. Herr Dr. Straube, wann haben Sie zum ersten Mal im Internet gesurft und wann wurde Ihnen klar, dass man damit auch ein Geschäft machen kann? Ja, ich fühle mich fast so in der Situation von Herrn Mittelhoff, denn ich habe schon vor 7, 8 Jahren gepredigt, das Internet wird eins der zukünftigen oder das zukünftige Medium sein. Damals kam vielfach noch das Argument, ach, das wird sowas wie BTX und BTX war ja am Anfang auch überhaupt nicht erfolgreich. Ich habe also intern und extern schon Eulen nach Athen getragen. Versucht habe ich es vor 3 Jahren, glaube ich, schon in der internen Fernsehredaktion
unsere redaktionellen Mitarbeiter davon zu überzeugen, dass für sie das Internet zum unverzichtbaren Recherchemedium wird. Und es war gar nicht leicht, die interne Redaktion dazu zu bringen, sich überhaupt mit dem Internet zu befassen. Heute tut es natürlich jeder, heute sieht jeder, hat jeder eingesehen, dass es unverzichtbar ist in einer Fernsehredaktion und sicherlich auch in einer Hörfunk-Radio-Redaktion. Aber die Beschäftigung mit dem Thema Internet ist bei uns natürlich viel weiter gegangen. Wir haben ja schon vor etwa 2 Jahren eine Internetprogrammierungsmannschaft in Amerika rekrutiert und programmieren da mit den neuesten Methoden und neuesten Entwicklungen auch für Deutschland, auch für Frankenfernsehen und Frankenfunk. Da kommt uns dann doch zugute, dass in Amerika die Entwicklung wesentlich schneller gewesen ist im Internetbereich als bei uns und dass auch die Ressourcen an Mitarbeitern in den USA wesentlich größer sind als hier. Die Begeisterung in den USA ist eine wesentlich größere als hier. Die kritischen Stimmen sind wesentlich geringer. Also ich denke, wir waren auch im Internetbereich ganz, ganz frühzeitig da. Und das gibt uns natürlich heute die Möglichkeit, daran zu denken, dass wir neben den Großkonzernen, den Riesenkonzernen in Amerika eben auch für das lokale Fernsehen, für den lokalen Bereich eine Lücke ausfüllen können, die dann wiederum Großkonzerne nicht ausfüllen können. Wie Herr Ministerpräsident Stoiber ja früher schon gesagt hat, es wird das Europa der Regionen geben und daran glaube ich auch. Einerseits die regionalen Informationen, auch die regionalen Internetportale, denn die Menschen wollen auch regional einkaufen, zukünftig auch über das Internet. Sie wollen dann auch schnell ihre Waren im regionalen Bereich geliefert bekommen. All das kann ein regionaler Sender, der auf mehreren Kanälen an die Zuschauer oder auch Käufer kommt, natürlich leisten. Deswegen sind wir ja so froh, dass wir DAB Radio jetzt auch dazu haben, weil auch über das Radio wird in Zukunft natürlich nicht nur der Ton übermittelt werden können, das ist schon gesagt worden heute, sondern auch Bilder. Und gelegentlich wird das oder bald wird das auch noch zur Diskussion führen, denn wenn Bilder über das Radio, über den kleinen Fernsehbildschirm im Auto zum Beispiel zu sehen sind, dann lenkt das ja vielleicht doch von der Ampel ab. Diese Diskussion hatten wir ja auch schon. Gleichwohl, das Medium wird sich auch in dieser Weise durchsetzen und das Medienhaus, welches regional dann eben auf allen Kanälen solche Angebote machen kann, wird nach meiner Überzeugung wettbewerbsfähig sein, auch gegenüber den riesengroßen Medienunternehmen, die nur international, die international vor allen Dingen im Wettbewerb stehen. Wir haben bislang die Chancen der neuen Medien und damit auch des digitalen Radios behandelt. Nach dieser kurzen Technikfolgenabschätzung soll jetzt das Empfangsgerät selbst zum Thema werden. Vor 2 Jahren startete Grundig mit der Markteinführung des digitalen Radios. Dem war natürlich die Entwicklung von Pilotempfängern vorausgegangen. Was DAB bereits heute leisten kann, das haben wir kurz zusammengefasst. Digitales Radio, das ist viel mehr als nur Hörfunk. So wie sich die klassische Musik-CD zum universellen Datenträger CD-ROM weiterentwickelt hat, bietet auch DAB eine Vielzahl zusätzlicher Anwendungsmöglichkeiten. DAB ist das digitale Rundfunksystem der Zukunft und eigentlich noch viel mehr. Denn neben dem Digitalrundfunk können auch sogenannte Zusatzdienste, digitale Zusatzdienste übermittelt werden. Das heißt, es können Bilder, Texte oder Staumeldungen übermittelt werden. Um DAB auch empfangen zu können, ist weniger nötig, als man denkt. Ja, DAB hat die Zielrichtung erstmal auf den mobilen Bereich gelegt. Das heißt, Sie brauchen einen DAB-Empfänger und einen Autoradio mit DAB-Steuerfunktion. Momentan ist es eben so, dass der DAB-Empfänger ein optionales Nachrüstgerät ist. Das heißt, der Radio, den Sie in Ihrem Fahrzeug haben, der muss natürlich mit einer DAB-Schnittstelle ausgestattet sein. Bei den Grundig Autoradios ist es meist der Fall. Ein komplettes DAB-Empfangspaket etwa von Grundig kostet derzeit ca. 1200 Mark. Erhältlich sind die Empfangsgeräte in allen großen Elektronikmärkten und im gut sortierten Fachhandel. Ja, und die Frage geht hier an das Podium. Meine Herren, wer von Ihnen plant denn die Anschaffung eines DAB-Radios oder hat schon eins zu Hause oder im Auto? Ja, das ist gar keine Frage, wenn ich das so eröffnen darf. Ja? Ich habe es noch nicht, weil ich vor Weihnachten da nicht dazu gekommen bin, aber sicherlich noch in diesem Monat werde ich natürlich unser eigenes Angebot insbesondere auch hören wollen.
Das war jetzt ein fragender Blick. Jetzt wollen Sie es von mir wissen. Wir haben natürlich einen Teil unserer Geschäftsfahrzeuge mit DAB ausgestattet. Allein um die Testsendungen, die schon in der Vergangenheit vom Sender Nürnberg und vom Sendeturm in Nürnberg ausgegangen sind, empfangen zu können. Die Erfahrungen sind gut, die Empfangsqualität ist hervorragend und jeden, den wir DAB im mobilen Bereich vorgeführt haben, der war von dem, was wir vorführen konnten, was wir als Hörangebot haben anbieten können, begeistert. Und wir haben in unseren Messfahrzeugen natürlich auch Messdaten übertragen und das hat jeder Kritik standgehalten. Ich denke, es ist ein ausgereiftes System und jetzt darf der Markt kommen. Und das, was Frankenfunk und Fernsehen jetzt gestartet hat, ich denke, das ist auch für uns ein Schub. Denn in der Region haben wir leistungsfähige Fachhändler. Wir haben ein Distributionssystem, das auf diese Technik vorbereitet ist. Wenn Angebot da ist, dann wird Nachfrage kreiert. Wir setzen darauf. Und wir haben Geräte, die wir anbieten können. Herr Dr. Bruch, welche Hürden mussten denn bis zur Serienreife genommen werden, wenn Sie das mal kurz skizzieren könnten? Erstmal muss der innere Widerstand überwunden werden, sich etwas Neuem zuzuwenden. Ich bin selber Elektriker und damit ist mir nicht schwer gefallen, so ein solches System aufzunehmen. Und man muss erstmal, ja, nicht illegal, aber so sagen wir mal unter der Decke mit ein paar Versuchen anfangen. Dann mit Professor Seitzer, das ist schon eine alte Freundschaft, die sich hier verbunden hat. Da haben wir uns immer Impulse geholt und da haben wir uns natürlich auch beraten lassen. Und unsere jungen Ingenieure waren einfach heiß auf neue Technik und da hat man mal gespielt. Und das erste Muster, DAB-Mustergerät, das ist natürlich am grauen Feld der Entwicklung so nebenbei mal entstanden. Und dann war es plötzlich da und dann hat man es vorgestellt. Und dann hat man ja natürlich Skepsis und die Frage meines Finanzkollegen war immer, was kostet das und wann kommt das Geld zurück? Über die Hürden muss man weg, aber das haben wir bei 100 Hertz Fernsehen auch so gemacht. Da muss man Standfestigkeit zeigen und da muss man durch einen Kanal einfach sich durchpressen und durchziehen. Das geht nicht von selbst. Wir sind froh, dass wir es gemacht haben und wir haben jetzt das Know-how, um tatsächlich jetzt auch mal ein bisschen ans Ernten zu gehen. Wir haben eine Fabrik, die dafür ausgerüstet ist, diese Technik zu bringen. Wir haben das Messequipment, wir haben die Fertigungseinrichtung. Wir sind mit der Komponentenindustrie sehr in engem Kontakt, denn die Halbleiter, Bauelemente, die dafür notwendig sind, das kann man auch nicht mit Standardelementen machen, sondern da muss man auch die Zulieferindustrie dazu motivieren, in eine solche Technik zu investieren. Das kostet in der Regel noch mehr Geld als bei uns beim Geräteendhersteller. Und wenn diese Hürden überwunden sind, dann denke ich, kriegt man ein solches Produkt, von dem man überzeugt sein muss. Das kriegt man auf den Weg und das kriegt man auch zum kommerziellen Erfolg. Mir sind die 10 Jahre auch zu lang, nicht nur wegen der Seniorität selber. Ich möchte noch ein bisschen sehen, dass DAB kommt, sondern ich denke, 10 Jahre, da läuft sich ein System tot. So lang darf es nicht dauern. Und da sind uns andere Länder auch in der Aggressivität ein bisschen voraus. Denn so lange darf man nicht zuschauen, bis ein System sich so langsam herausschleicht und das andere so langsam in den Markt hereinkommt. Da muss man mit einem Kick kommen und die Funkausstellung 97 war ein Auftritt. 99 haben wir sehr moderat gemacht. Wir haben gesagt, wir haben es. Aber jetzt muss es brummen. Und da muss auch Umsatz dahinter stehen. Herr Professor Ring, wie kann die BLM da einen Kick geben, dass diese Entwicklung schnell vorangeht? Na ja, gut, der entscheidende Kick, den wir hier gegeben haben, ist die von Anfang an gewährte Unterstützung bei dieser Innovation im Zusammenwirken auch mit dem Freistaat Bayern. Wir haben ja über die Förderung geredet. Und das ist auch die Genehmigung von interessanten Programmen, die neue Vielfalt bringen. Das ist also der Mehrwert, von dem heute schon die Rede war, dass der Hörer interessante neue Programme eben nur über dieses System empfangen kann, ist die Realität unserer Programmgenehmigungspraxis. Und das scheint mir der entscheidende Anstoß zu sein. Vielleicht darf ich zu dem Markt noch etwas sagen. Ich habe mir mal zusammengestellt, wie viele Radiogeräte es in Deutschland gibt und wie viele portabel, mobil und stationär sind. Das ist ja mal vielleicht ganz interessant. Neben der Vielzahl der Programmen.
bleib mal bei den Programmen zunächst mal. Wir haben jetzt in Radioprogrammen in Deutschland 59 öffentlich-rechtliche Programme und 164 Privatprogramme, weil man sagen kann, mit der lokalen Situation in Bayern findet der Schwerpunkt dieser Programme in Bayern statt. Wir haben ja nun 56 lokale Programme, von den landesweiten rede ich jetzt hier gar nicht. Bei den Geräten scheint mir auch interessant zu sein, weil wir im Wesentlichen bei DAB immer auf das Auto schauen. Das ist sicher wichtig, aber es ist sicher nicht die Gesamtschau einer Entwicklung. Wir haben stationäre Geräte in Deutschland, Radiogeräte, 45,7 Millionen, 21% des Gesamtanteils. Mobile Geräte, 47,6 Millionen, sind 22%, also etwa gleich viele wie stationäre. Und 121 Millionen portable Geräte hier im Radiobereich. Braucht, glaube ich, denjenigen, die hier auch so stark die wirtschaftspolitischen Aspekte schon in den Vordergrund hier gerückt haben, nicht zu sagen, was das eigentlich jetzt bedeutet, wenn der Durchbruch erzielt wird. Ich habe ja auch gesagt, das sollten wir nicht vergessen, neben der arbeitsmarktpolitischen Bedeutung einer solchen Entwicklung, dass man natürlich in besonderer Weise Rücksicht nehmen muss darauf, wie der Verbraucher mit dieser neuen Entwicklung umgeht. Wir brauchen also, weil Sie sagen, was können wir tun, was kann die BLM tun? Wir brauchen, denke ich, ein Zusammenwirken aller, die an dieser Verwertungskette und in dieser Verwertungskette dabei sind. Wir brauchen auch die Mitwirkung derjenigen, die hier auch Marketing betreiben. Wir brauchen die Endgeräte. Wir müssen an einem runden Tisch sitzen, dauernd, so wie heute, so ähnlich wie hier, und müssen immer wieder über diese Entwicklungsfragen hier reden. Und was ich für Bayern außerordentlich begrüße, ist, dass wir hier es gelernt haben und es hingekriegt haben, mit dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk in dieser Innovation zusammenzuarbeiten. In anderen Ländern ist nämlich, ich habe ja zuerst von dem Gefälle schon geredet, in anderen Ländern war ein ganz besonderes Problem, dass sich dort der öffentlich-rechtliche Rundfunk dieser Entwicklung nicht so aufgeschlossen gegenüber zeigte, solange er nicht all die neuen Reichweiten unter seine eigenen Fittiche nehmen kann. In Bayern hat der Bayerische Rundfunk ja eine außerordentlich vernünftige Innovationspolitik betrieben. Wir haben uns in dem System verständigt, auch in der mittelfristigen Aufteilung der Datenraten, der Übertragungswege, in einem, denke ich, sehr sachgerechten Ergebnis. Und da gebührt dem Bayerischen Rundfunk, denke ich, auch an dieser Stelle hier aller Respekt. Wenn man sich nämlich im Land streitet in den Systemen, dann ist das innovationsfeindlich, wirkt man kooperativ zusammen mit jeweiliger Rücksichtnahme auf die Interessenlagen des anderen, dann ist das eine sehr innovationsfreundliche, zukunftsorientierte Möglichkeit. Und das ist sehr gut gelungen, außerordentlich gut gelungen. Ich will noch mal sagen, wir arbeiten in einer Technikgesellschaft zusammen, der Bayerischen Medientechnik. Die BLM und der Bayerische Rundfunk haben 50% dieser Technikgesellschaft. Die hat diesen Versuch hier in DAB getragen. Wir arbeiten in der Sendebetriebsgesellschaft zusammen, hier mit dem Bayerischen Rundfunk und der Telekom, ich habe das heute schon gesagt, und die BLM. Dieses Zusammenwirken ist eine wichtige Grundlage. Und so wie wir das hier demonstrieren mit dem Bayerischen Rundfunk und praktizieren, so müssen es alle Marktpartner hier tun, wenn diese Innovation erfolgreich ist. Und sie müssen sich nicht gegenseitig mit dem hier was vorhalten lassen, was nicht funktioniert, sondern sie müssen sich an den Tisch setzen und sagen, wir sind für dieses System, was muss getan werden, damit die gesamte Verwertungskette funktioniert. Herr Professor Weiler, das DAB-Radio bietet, wie wir gehört haben, zahlreiche Zusatzdienste an. Diese könnten ja auch von anderen Unternehmen übernommen werden. Sehen Sie hier eine Marktlücke? Ja, das ist zweifellos eine hervorragende Chance und Möglichkeit, hier zu interpretieren, dass eben nicht nur zur Unterhaltung, zur Wissensvermittlung, zur Bildung, möglicherweise eben auch zur Meinungsbildung, um Informationsqualität aufzunehmen, Dinge genutzt werden, die im Rahmen solcher Möglichkeiten bislang nicht vorstellbar waren. Ich denke, es wurde in Deutschland ja über lange Zeit hin beklagt, dass die Technikfeindlichkeit manches verhindert. Das ist doch deutlich besser geworden, weil die Gesellschaft, die Wirtschaft, alle begriffen haben, dass wir letztlich davon leben, im Zeitalter der Wissensgesellschaft solche Möglichkeiten wahrzunehmen. Und angesichts unseres heute diskutierten Themas ist es, glaube ich, selbstverständlich, dass bei jeder Neuanschaffung von Geräten, egal ob im Auto oder auch im häuslichen Bereich oder in Firmen, diese Chancen wahrgenommen werden. Ob eine Umrüstung zweckmäßig und notwendig und sinnvoll ist, das wird von Ihrer Seite, Herr Dr. Bruch, durchaus noch interpretiert werden können. Wie sieht das aus? Wie kann man das also sinnvollerweise kombinieren zu den althergebrachten Geräten? Aber insgesamt, und das ist schon in der Eingangsfrage, Herr Gasparini, ja jetzt von Ihnen deutlich geworden, lassen sich hier vielfältige Möglichkeiten vorstellen, auch im Hinblick auf Marketingaktivitäten, im Hinblick auf Werbung, im Hinblick auch auf gezielte
Werbebotschaften. Eine andere Frage ist, und die ist ja schon öfter zitierte Freizeitforscher Obaschowski, Professor Obaschowski, würde sich dazu natürlich sehr kompetent äußern können. Wie sieht es denn eigentlich mit der Freizeit von Menschen aus? Wie wird die Information aufgenommen über Printmedien, über Radio, über Fernsehen? Wie wird das gemischt? Gibt es also hier Einstellungen, dass jemand das grundsätzlich plant oder sind es mehr Zufälligkeiten, wie das so entsteht? Das sind Dinge, die, denke ich, von den Anbietern auch im Hinblick auf eine mehr philosophische Betrachtung durchaus in die Diskussion gebracht werden müssten, um einfach dem Anwender zu signalisieren, was er hier für fantastische Möglichkeiten hat, neben dem Autofahren, neben anderen Tätigkeiten Dinge aufzunehmen, für die er sonst ganz besonders Konzentration braucht beim Lesen oder beim Fernsehen. Also ich meine, die Voraussetzungen sind gut. Noch dazu, wenn man also die Qualität zur Kenntnis nehmen konnte, wie solche Sendungen zu hören sind und dass man also die von Herrn Professor Gehäuser so formulierten Nebengeräusche nicht mehr hat, das ist doch eine ganz fantastische Sache. Also Herr Dr. Bruch, ich denke, von Ihrer Seite aus muss da auch einiges geschehen, um Ihren Nutzern Tipps zu geben, wie sie möglichst gut mit diesen Dingen umgehen können. Das ist ein guter Hinweis, den greife ich auch gerne auf. Und Herr Professor Weiler, Sie wissen, dass wir uns bei Grundig mit einem eigenen Ereigniskanal beschäftigen und über den Ereigniskanal Event Channel, wo wir den Namen Grundig verbunden mit Werbemöglichkeiten nutzen, natürlich auch für Werbemöglichkeiten für die eigenen Produkte. Da werden wir schon sagen und einschreiben, was mit unseren Geräten zu machen ist und welchen Mehrwert und welchen Vorteil ein Kunde haben kann. Also das Softwarepaket und die Hardware-Seite, die wachsen zusammen. Ich möchte aber noch einen Punkt, der in Deutschland ein bisschen gestört hat und der auch zur Verzögerung oder zur vorsichtigen Einführung von DAB geführt hat. Es waren ja zwei Systeme, DVB und DAB. Das eine ist das Video-Broadcasting und das andere ist das Audio-Broadcasting. Beide Systeme sind im Prinzip in der Lage, beide Dienste zu bedienen. Und da war natürlich auch eine gewisse Konkurrenz und Rivalität, welches System man nimmt. Aber ich denke, da ist jetzt auch der gordische Knoten durchschlagen. Man weiß, Audio wird mit DAB übertragen und es kann noch ein bisschen mehr. Das sind die Bildchen, über die man gesprochen hat und über die Zusatzinformationen. Das hätte DVB, das, wie die das so immer gesagt haben, das bisschen Ton, das packen wir auch noch mit. Das war die andere Seite gewesen. Aber der Streit ist, denke ich, aus und man hat sich hier für Tonübertragung mit einem gewissen Add-on, mit einem zusätzlichen Wert, den DAB bietet, entschlossen. Und das hat hier jetzt auch ein bisschen zur Systemsicherheit beigetragen. Das ist auch wichtig, dass man weiß, dass der Boden, auf dem man beginnt, ein Haus zu bauen, dass der trägt. Eine letzte Frage noch vom Podium, Herr Dr. Straube. Die Medien verschmelzen miteinander. Das Radio macht ein bisschen Fernsehen. Das Fernsehen rutscht ins Internet und dort ist ja auch schon die Tageszeitung zu haben. Das Berufsbild des Journalisten verändert sich rapide. Was müssen künftige Journalistengenerationen alles drauf haben? Ja, wenn ich an die Zeiten zurückdenke, die ich ja auch noch erlebt habe, als die Zeitungen in Blei noch gesetzt wurden und an den Umbruch, der in den Redaktionen und in den Setzereien da war, als dieses transformiert wurde zum elektronischen Setting, das waren gewaltige Umbrüche und gewaltige Widerstände waren damals zu überwinden. Ich darf hier gerne zitieren, dass ich als Student hier bei den Erlanger Nachrichten hospitieren durfte und als Freelancer schreiben durfte und damals in die Redaktionsräume kam und auch in die Setzereien. Es war ein großes Problem, der Umbruch. Ich kann mich an die ersten Setzsysteme erinnern in den Zeitungen, den Umbruch, nachdem die Bleimaschinen abgeschafft wurden und den Widerstand, der in den Redaktionen da war. Später hat man diese neuartigen Satzsysteme als großen Vorteil betrachtet, weil damit es dem Redakteur in die Hand gegeben war, bis zum endgültigen gedruckten Inhalt auch Herr des Wortes zu bleiben. Und auch so sehe ich heute die Situation. Ich glaube, der moderne Redakteur wird alle Techniken können und kennen müssen,
und sich damit auskennen müssen. Er wird aber am Ende souveräner aus der Situation herausgehen, als er bisher war. Dass dies eine höhere Qualifikation des Redakteurs erfordert oder der Redakteurin als in früheren Zeiten, ist klar. Aber überall in dieser modernen medialen Welt werden die Anforderungen an Mitarbeiter höher und nicht niedriger. Diejenigen, die es schaffen, die werden dabei sicherlich wesentlich souveräner arbeiten können als in früheren Zeiten. So, an dieser Stelle würde ich die Diskussion hier auf dem Podium abbrechen und würde Ihnen gern noch mal die Gelegenheit geben, den Kollegen von der Presse noch die eine oder andere Frage zu stellen. Wer möchte die Fragerunde eröffnen? Fragen wir mal so rum. Oder haben wir das Thema so erschöpfend behandelt? Ja? Wenn Sie einen kleinen Moment warten, man kann Sie noch jetzt. Ja. Milian ist mein Name von den Nürnberger Nachrichten. Herr Dr. Bruch, ich kann mich entsinnen, bei den letzten Veranstaltungen der BLM in Nürnberg sind ja auch immer wieder diese überwiegend Autoradioempfänger gezeigt worden, die Grundig hergestellt hat. Wäre ja ganz interessant, nachdem Sie so ein bisschen haben anklingen lassen, dass die Ertragssituation für Sie noch relativ unbefriedigend ist. Wie viele solche Geräte haben Sie denn überhaupt an den Mann gebracht? Die sind ja unter anderem auch bezuschusst worden, soweit ich mich entsinnen kann. Die Produkte selber sind nicht bezuschusst worden und die haben wir schon aus eigener Kraft gebaut. Es sind einige tausend Geräte, die wir an den Markt gebracht haben. Aber es war uns klar, dass ein solches Zusatzgerät, dass das natürlich noch nicht den Marktdurchbruch bringen kann. Das muss integriert sein, denn es ist ja schon eine, ja, ich will nicht sagen Zumutung, aber jemand, der ein DAB-anschlussfähiges Autoradio hat, dann zu sagen, bau ein solches Gerät in dein Wagen unterm Armaturenbrett oder sonst wo ein und nimm es als Zusatzgerät, das ist nicht so das Gelbe vom Ei gewesen. Aber anders konnte man das Thema nicht lösen. Man hätte es voll integrieren können in ein Autoradiogerät. Das ist der zweite Schritt, der wird kommen. Aber den macht man erst, wenn man den ersten einigermaßen erfolgreich abgeschlossen hat. Es ist schon ein Achtungserfolg, dass man davon einige tausend Geräte hat wirklich absetzen können. Die sind nicht in Teststrecken gegangen oder wir haben sie auch nicht verschenkt, was auch manchmal in der Industrie üblich ist, um ein System zu lancieren. Nein, wir haben sie echt verkauft über den Fachhandel. Gibt es noch weitere Fragen? Das ist immer Herr Professor Salzer, ja. Ja, ich will eigentlich weniger eine Frage stellen, sondern eher einen Kommentar geben. Auf die Frage, die Sie vorhin gestellt haben, an den Herrn Dr. Staube, da möchte ich eigentlich antworten, die Technik steht weitgehend zur Verfügung. Und das Problem ist tatsächlich, was Sie sagen, wann lohnt es sich für Sie, dass Sie solche Dinge herstellen und verkaufen können, nicht wahr? Und am Anfang ist natürlich immer die Hürde, wann fängt man mit der Großserienproduktion an. Aber ich glaube, wenn wir etwas länger in die Zukunft schauen, dann würde ich sagen, die Grenze, die ich im Grunde genommen am unmittelbarsten sehe, ist einfach unsere eigene Fantasie, was wir mit den technischen Möglichkeiten anfangen. Also es wurde ja gesagt, der Journalist der Zukunft muss eigentlich eine Beherrschung auch dieser technischen Möglichkeiten mitbringen. Und umgekehrt muss natürlich der Ingenieur der Zukunft, sage ich jetzt mal vom anderen Ende, ein Verständnis dafür haben, was sozusagen in der Medienlandschaft ankommt gebraucht wird. Nicht? Und insofern, glaube ich, sind auch wir insgesamt als Benutzer aufgerufen, unsere Fantasie spielen zu lassen, in dem Sinne, was können wir denn mit den Medien, mit den Mitteln, die jetzt zur Verfügung stehen, was können wir damit eigentlich alles machen? Und um sozusagen hier den Fortschritt nochmal zu zeigen, möchte ich eigentlich zwei Dinge sagen. Am schwierigsten für uns war eigentlich auch, Sie von der Industrie zu überzeugen, weil als wir das erste Mal so eine digitale Datenkompression gemacht haben und die Herren von Grundig bei uns zu Besuch hatten, dann haben die milde gelächelt, weil das Gerät war eigentlich ein Schrank voll Elektronik, nicht? Also wirklich ein Kleiderschrank voll Elektronik. Und er hat natürlich einen Haufen Leistung verbraucht, nicht wahr? Und hat einen Haufen Geld gekostet. Und da haben wir uns gesagt, ja,
Wisst ihr denn nicht, dass man das mal in ein Format vom Radio bringen muss, nicht? Oder ein Kassettenrekorder? Da muss das doch mal rein. Ne? Und dann haben wir gesagt, na, langsam, langsam, das werden wir schon kriegen. Und um wieder sozusagen eine Marke zu setzen, Mitte der 80er Jahre hat mir ein Kollege in einem Forschungsprogramm, wo ich einen Antrag gestellt habe, dass wir das mal in Echtzeit realisieren wollen, hat er gesagt, Herr Kollege Seitzer, das werden wir, da sind wir uns doch einig, das wird eine Spielerei auf dem Rechner bleiben müssen. In Echtzeit werden wir das nie machen können, weil der Aufwand viel zu groß ist. Ne? Und da habe ich ihm damals geantwortet, ich kann Ihnen nicht sagen, wann das der Fall sein wird, aber man kann im Grunde genommen hochrechnen, wann wir etwa in die Gegend kommen, dass das realisierbar ist. Und das war dann 10 Jahre später und jetzt haben wir es ja. Ne? Und es geht aber so weiter, nicht? Weil die Technik entwickelt sich weiter in die nächsten 20 Jahre, werden wir die Fortschritte haben, die Fabriken, um die Elektronik zu bauen, die sind auf den Reißbrettern, das sind natürlich Computer heute, sind schon vorhanden und es wird gemacht werden. Und unsere Fantasie reicht nicht aus. Nicht? Der Computerpionier Zuse hat mal, wie die Vertretung von Digital Equipment in Nürnberg eingeweiht wurde, das weiß ich auch nicht, ich glaube 15 Jahre her, hat er aus seiner Erfahrung, er hat einen Festvortrag gehalten. Und da hat er gesagt, als er den ersten Computer gemacht hat, so um die Wende 40er, 50er Jahre, Zusatzzeit 22, nicht? Da hätte er sich nicht vorstellen können, was man mit mehr Speicherplatz machen soll, als der Speicher, der in seinem Rechner drin ist. Ne? Und dann haben sie am MIT einen größeren Rechner gemacht, und da hat er sich selber nicht vorstellen können, was die damit vorhaben. Ne? Und das zeigt doch, dass also die Leute, die eigentlich selbst mit der Sache sich befassen, dass die Probleme haben, sich vorzustellen, was passiert also in 30 Jahren. Und ich glaube, wir sind heute nicht klüger, als Zuse das war, ne? Sondern wir sind genauso beschränkt auf das, was in unserer Umgebung und in unseren Hirnen im Moment drin ist und passiert. Und insofern müssen wir also immer wieder versuchen, auszubrechen sozusagen aus unserer eigenen Begrenztheit, damit wir in die Zukunft blicken. Und dann auch aus dieser Zukunft heraus Schritt für Schritt zu überlegen, was machen wir jetzt als Nächstes. Und das ist das, was mich jetzt sozusagen reizt. Ich habe die Dinge, die heute hier diskutiert werden, natürlich längst geistig hinter mir gelassen. Nicht wahr? Und versuche jetzt als maßgeblicher Mann in der Bayerischen Forschungsstiftung vorauszusehen, was brauchen wir denn in den nächsten 10, 20 Jahren, und was muss man heute tun, damit es in den nächsten 20 Jahren Realität wird? Dankeschön. Ich danke Ihnen. Ich denke, das war ein herrliches Schlusswort. Ich würde an dieser Stelle jetzt auch vorschlagen, dass wir die Podiumsdiskussion und die Fragerunde beenden. Wir können das nachher, wir haben noch einen Empfang. Dr. Straube lädt uns noch ein. Jede Zeit also hat ein Ende, auch unsere Sendezeit. Ich darf mich ganz herzlich bei den Diskussionsteilnehmern hier auf dem Podium für ihre Mitwirkung bedanken. Sicherlich konnten wir nicht alle Aspekte erschöpfend behandeln. Ich denke, wir sind aber schon ziemlich tief reingekommen. Vielleicht können wir diese Zusammenkunft bei Gelegenheit wiederholen. Wiederholen werden wir auch diese Sendung. Heute Abend um 20 Uhr die Pressekonferenz und um 23 Uhr die Podiumsdiskussion. Es ist alles ein kleines bisschen ineinander übergegangen. So, und erstmals darf ich mich sowohl von den Zuschauern am Bildschirm als auch von unseren Hörern am DAB-Radio verabschieden. Im Frankenfunk geht es weiter mit den Nachrichten vom Tage. Und auch im Frankenfernsehen steht jetzt der Nachrichten- und Wirtschaftsticker auf dem Programm. Ich danke Ihnen für Ihr Interesse und wünsche Ihnen noch einen angenehmen Tag. Tschüss.